Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir hatten in der letzten Folge ein doch relativ interessantes Erlebnis gehabt, wo uns ja mitgeteilt wurde, dass wir uns in den dritten Stock begeben müssen, um ein Rätsel zu lösen. Weswegen ich jetzt in den ersten Stock fahre, denn man muss erst runter gehen, um hochzukommen. Ja, nein, denn ich komme ja nur über die Treppe hier. In den dritten Stock? Die Tür ist anders. Okay, aber die Tür lassen wir jetzt mal bleiben. Denn ich will erst das Rätsel lösen. Denn ich denke, dahinter wird... Was? Schloss wohl kaputt. Hä? Hab ich mich jetzt verlaufen? rauszoomen. Tut mir jetzt leid. Im zweiten Stock kann ich auch... Hä? Wie bin ich denn noch mal zu der Treppe rübergekommen? Wo war denn nochmal? Bin ich jetzt total bescheuert? Ne, im ersten Floor war es. Aber durch den Keller kann man doch gar nicht. Hä? Ach! Der Fahrstuhl ging eben gerade nicht in den dritten Floor. Das war das Problem gewesen. Haha! Ich lerne dazu. Langsam aber wahr. Moment mal, bin ich hier überhaupt. Ist das hier nicht ein anderer Fahrstuhl? Ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Ich bin eben gerade so was von verwirrt. Ja, nee, ist kein anderer Fahrstuhl. Okay. Okay. Ich komme so langsam wieder klar. In die dritte Etage in den Lagerraum. Da möchte ich jetzt erstmal hin. Und bitte, lieber Fahrstuhl, bring mich jetzt in die dritte Etage. Ja, es funktioniert. Ja, wie gesagt, letzte Folge hatten wir ja dieses komische Quiz. Ich habe es jetzt rausgefunden, denn ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt. Nee, zweite Antwort müsste die 1 sein. Ich weiß jetzt den Namen aber nicht mehr gerade. Verdammt. Ärgerlich, aber egal. Hier muss ich in den Lagerraum. Da hinten ist so Storage Room. Ist ein ziemliches Stück zu laufen, aber egal, mach mal, alles kein Ding, ja, alles für euch, alles für diese Dokumentation, für dieses Video. Dann müsste der, nein, jetzt bin ich dran vorbei. Da sein. Richtig? Ah, sieh mal einer, schau, was haben wir denn da Schönes jetzt mit einmal stehen? Also hier waren wir ja schon mal drin, ne? Und da waren hier auch schon einige Utensilien gewesen. Aber jetzt haben wir hier diese wunderschöne Box. Ich denke mal Q1 wird Question 1 sein. Ich habe mir erst aufgeschrieben, deswegen habe ich auch gerade Licht an. Das war die Antwort Nummer 3. Question 2 war die Antwort Nummer 1. Und Question 3 müsste die Antwort Nummer 3 gewesen sein. Richtig? Richtig? Richtig! Boah, guckt euch das Laden. Strohpatronen, Ampullen, Ampullen. Hoho! Wir sind gut zugeschmissen worden mit allem. So mag ich das Spiel, so darf es immer sein. Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo ich weiter... Ich wollte doch, glaube ich, aufs Dach, oder? Wollte ich aufs Dach? Ja, ich wollte aufs Dach. Bin ich jetzt wieder verwirrt? Ja, ich bin wieder verwirrt. Ich bin immer verwirrt. Aber Moment mal, mir ist ja eben gerade was aufgefallen, nämlich die Tür im ersten Geschoss sah irgendwie anders aus. Oh, mal. Hallo? Komm, wechsel mir die Karte. Danke. Ach nee, die ist abgeschlossen. Okay, dann bleibt mir trotz alledem jetzt nur noch das. Ach nein, zum Dach ist abgeschlossen. Habe ich trotzdem keine Ahnung, wohin. Ich verstehe es nicht. Ich habe null Plan. Habe ich hier nicht im Gra... Ach doch, da. Geh weg! Oh, Maria! Geh! Beweg dich! Oh, ich dachte eben gerade, dieses, was da auf die Wand gezeichnet ist, war ja so ein Gemälde, also war irgendjemand, dem ich irgendwie hätte ansprechen können oder so. Ja, sie ist abgeschlossen, das weiß ich mittlerweile. Aber hält sie die Hand nicht anders? Ja, meine Batterie sieht aus wie eine Batterie. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Vom gleichen Typ wie in der Taschenlampe. Soll ich denn die mit meiner Taschenlampe benutzen oder was? Ich bin überfragt. Und sie ist abgeschlossen. Mehr. Ach doch, jetzt zeigst du mir mit einmal auch das Bild an. Kann man bei ihr nicht irgendwie was bewegen oder so? An der Tür ist das Gemälde, Bezirke, ja, Wand, Hand, 3D, toll.
Maria, weißt du denn nicht, wo ich hier lang muss, was ich hier zu tun habe? Sag es mir. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich bin gerade einfach nur überfragt. Habe ich irgendwas nicht untersucht? Ich muss jetzt nochmal auf die Karte gucken. Ich habe keinen Plan. S11, S3. Hier konnte ich speichern. Dann konnte ich dann in die zweite Etage. Nein, in die erste Etage. Denn die zweite Etage ist versperrt. Da kann man nur über den Elevator hin. Hm. Ich sehe hier aber auch nichts, wo ich irgendwas vergessen haben könnte. Ja, bleibt mir ja nichts anderes über. Jeden beschönten Raum nochmal einzeln zu untersuchen. Geh weg! Ja, dass die immer im Weg steht, ey. Es ist... Die wachste Wanne hier. War hier irgendwas? Nein, hier war nur das mit... Ah, warte mal. Sie ist eine enge... Fahnenbrücke. Gehen Sie fahren durch die Schwere Ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsen und hässliche Leichen Ihre Sünden. Sie vernichtet die Sünde und sollen nur Sie rennen. Das ist eine Engel. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ich habe keinen Plan. Ich muss irgendwie diese Tür aufbekommen, nur ich weiß nicht wie. Und das ist eben gerade ein bisschen problematisch. Das Schloss ist wohl kaputt, dann muss es die hier gewesen. Geh weg, du dickes Viech! Nein? Hä? Welche Tür war denn hier noch offen? Eine Tür geht hier noch, das weiß ich. Das habe ich schon auf der Karte gesehen. Oh, krieg noch einen Bodycheck ab. Welche war denn hier noch offen? Die. War hier irgendwas Besonderes drin? Oh! Ach nee. Da sind leere Medikamentenflaschen drin, ja. Jetzt, nur dann, wenn wir sie angucken, schreckt sie schon zurück. Hm, das regt mich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen auf, dass ich hier nicht weiß, wo ich lang soll. Was ist denn mit dem anderen Aufzug? Geht der jetzt vielleicht komischerweise? Nein. Funktioniert nicht. Im Lagerraum war ich schon. Hier kann ich nicht hin. Geh weg. Hm, ich hab null Plan. Ich weiß es wirklich nicht. Wo habe ich jetzt was vergessen? Oder wo kann ich noch was einsetzen? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das missfällt mir. Hier höre ich auch wieder komische Geräusche, aber ne, es ist ja auch nicht weiter schlimm. Und die Tür war ja abgeschlossen. Und hier liegt eine Matratze im Weg. Maria, wollen wir uns auf die Matratze legen und ein bisschen Spaß haben? Nein? Na, schade. Warum bist du bloß so prüde? Das Schloss ist wohl kaputt, wusste ich doch. Habe ich im Keller irgendwas vergessen, wo ich Maria wieder gefunden habe? Na, guck ich mal nach. Weil woanders könnte mir, oder fällt mir eben gerade nicht ein, wo ich noch hingehen könnte. Hm. Ich habe eine Batterie. Wo zum Teufel wird in einer Batterie... ja, das ist ein Regal. Ja, herzlichen Glühstrumpf, James. Wo zum Teufel kann man in ein Krankenhaus eine Batterie verwenden? Das ist suspekt. Ich laufe jetzt hier einfach meine ganze Wand entlang. Schieb die Maria ein bisschen beiseite. Hier gibt es aber auch nichts. Hier gibt es nichts. Okay, Leute, dann mache ich jetzt hier mal eine kurze Pause und wir sehen uns in der nächsten rätselhaften Folge wieder, wenn es heißt, wir spielen Silent Hill 2. Ich bin Helot1986, bis dann!